präsentiert von der Dresdner Bank. Dresdner Bank, die Beraterbank. Dankeschön. Lesen schon die 34. und natürlich wie immer aus der Kölner Kinderoper. Diesmal aus dem Bühnenbild zu Ravels wunderbarer, rätselhafter Märchenoper Das Kind und der Zauberspuk. Das Libretto hat die Schriftstellerin Colette geschrieben. Wir wissen, Literatur und Oper, das geht gut zusammen. Darum sitzen wir ja auch hier mit unserer Literatur in der Oper. Und wo bleibt die Politik? Ach, die Politik. In der letzten Woche hat Harald Schmidt ein Interview gegeben und wurde gefragt, glauben Sie, dass Politiker ehrlich sind? Und er sagte, wie aus der Pistole geschossen, nein. Also mit der Politik ist es so eine Sache. Wer kann die Programme noch wirklich auseinanderhalten der einzelnen Parteien? Wer versteht eigentlich noch, um was es geht? Wer hat noch wirklich politische Ideen und Visionen und Utopien? Der Staat soll immer alle unsere Wünsche erfüllen, aber einmischen soll er sich dann doch nicht. Aber so geht das irgendwie nicht. Und das ist ein schwieriges Thema. Und um das Thema ist mir aufgefallen, drücken sich Schriftsteller immer gerne rum. Aber jetzt hat ein deutscher Schriftsteller Jahrgang 61 sich nicht mehr gedrückt und hat ein Buch, einen Roman über Politik geschrieben. Michael Kumpfmüller, aufgewachsen in einer Zeit mit Helmut Schmidt als Kanzler, mit Startbahn West, mit Nachrüstung, mit Waldsterben. Und sein Buch heißt Nachricht an alle. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Wir können ja Nachrichten inzwischen in den intimsten Momenten unseres Lebens erhalten. Wenn wir mit jemandem im Bett liegen, geht das Handy. Und wenn sogar in der Todesstunde, sagt dieses Buch, kann man noch eine SMS verschicken. Es geht um einen deutschen Innenminister. Er heißt Selden. Er ist irgendwo in irgendeinem Land, in irgendeinem Hotel, auf irgendeiner Tagung. Und er kriegt nachts eine SMS von seiner Tochter. Es gab eine Explosion, wir stürzen ab, ich liebe euch, betet für uns. Und er denkt an einen ganz bösen Scherz und macht dann irgendwann das Fernsehen an und stellt fest, in der Tat, da war ein Flugzeug und das ist abgestürzt und seine Tochter saß drin. Und nun ist das Groteske, er müsste sich als Innenminister ja kümmern, aber er stellt sofort fest, es war in der Tat wirklich ein Triebwerksschaden und kein terroristischer Anschlag. Also muss er gar nichts unternehmen und alles geht seinen Gang weiter. Und Gefühle darf ein Minister schon gar nicht zeigen, denn hinten wartet schon der Intrigantenstadel, um ihn abzusägen. Außerdem gibt es Handlungsbedarf an anderen Stellen. Die Vorstädte brennen, die Autonomen und jugendliche Radikale toben und versetzen das Land in Unruhe. Die Arbeiter streiken. Also er hat wirklich genug zu tun. Er hat seine Leute, die ihn informieren über die Sachen, die in der Welt passieren. Er selber sitzt in irgendwelchen Chefetagen, kriegt das alles gar nicht mehr mit, abgeschirmt, seine Ehen zerbrechen. Er fängt was an mit einer jungen Journalistin, der auch ein Kind macht. Alles immer unter den Augen von Bodyguards, irgendwie ein sehr unappetitliches, unschönes Leben. Und wir fragen uns, was regieren uns da eigentlich für Leute? Eine Richtung ist nicht zu erkennen. Das alles beschreibt Kumpfmüller. Die gefräßigen Pressehyänen, die immer nur Skandale wollen. Die Jugendlichen, die wütend sind, keine Perspektiven haben und die Städte in Brand setzen. Und die Politiker, die irgendwie für Ruhe und Ordnung sorgen und sich aber auch fragen, warum tue ich mir so ein Leben eigentlich an? Was habe ich eigentlich noch für ein Ziel? Es werden diese ganzen Erzählstränge miteinander verwoben. Das ist manchmal nicht einfach zu lesen, aber es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Und der Kumpfmüller hat sehr gut recherchiert. Er weiß, wie Politiker leben. Er hat auch ein großes Interview dazu gegeben, ein Gespräch mit Schäuble zusammen. Ich habe neulich innerhalb der Lit-Kolonie ein Gespräch von ihm gehört mit Innenminister Gerhard Baum. Also die Minister fühlen sich schon auch einigermaßen erkannt in dem Buch. Aber er muss keine Antworten geben auf die Fragen, die wir alle haben. Es ist ein Roman über Politik. Insofern ein politischer Roman. Aber die Fragen, was wir von der Politik eigentlich wollen, die müssen wir uns selbst beantworten. Aber sehr spannend, sehr gut geschrieben. Am Ende ist Selden alt und fragt sich, wo eigentlich sein Leben geblieben ist, obwohl er doch immerhin 2 Jahre lang sogar Bundeskanzler war. Jetzt von der Politik zur Oper. Wir sitzen ja hier in der Oper. Zu Puccini, einem der größten
Opernkomponisten, dem wir die schönsten Frauengestalten verdanken. Denken Sie mal, die männermordende Turandot, die bis zur Blödheit uninformierte Tosca, die politisch überhaupt nicht durchblickt, die kleine niedliche Geisha, Madame Butterfly, die schwindsüchtige Mimi, die traurige Manon, eine schöne Frauengestalt in der Oper nach der anderen. Und der Kerl war ein Erotomane, der hat auch im Leben nichts ausgelassen. Man hat das immer so geahnt, aber jetzt weiß man es genau. Denn Helmut Krauser hat einen Roman geschrieben, Die kleinen Gärten des Maestro Puccini, bei Dumont erschienen. Und er hat zwei Liebesaffären, von denen man immer wusste, aber nicht so genau wusste, richtig gründlich recherchiert. Wir sind in der Jahrhundertwende, Belle Époque. Puccini lebt seit 20 Jahren zusammen mit seiner Elvira, die von Eifersucht nur so zerfressen wird. Und er fängt ein Verhältnis an, 1903, mit einer 17-Jährigen, die heißt Cori. Und man hat immer gedacht, wer war diese Cori? Eine Corinna nahm man an. Krauser hat jetzt gründlich recherchiert und hat es aufgedeckt. Es war eine kleine Näherin, die hieß Anna Maria Coriasco. Und er hatte 4 Jahre ein Verhältnis mit ihr und hat immer gesagt, ich heirate dich, ich liebe dich, ohne dich geht gar nichts, ich werde Elvira verlassen. Ja, von wegen. Er hat Elvira hinterher geheiratet, nach 20 Jahren wilder Ehe. Und die kleine Cori guckte in die Röhre und war sehr wütend und hat sich beschwert, hat so leicht nicht aufgegeben. Und dann wird das eine Geschichte mit Bespitzelung, Detektiven, Polizei, Skandale, Elvira dreht fast durch. Ein Irrsinn. Das hat er alles recherchiert. Und in der Zeit, wo diese Affäre lief, hat Puccini Madame Butterfly komponiert. Und er hat gesagt, ich kann nur komponieren, wenn ich verliebt bin, wenn ich in Flammen stehe. Ja, diese Komponisten, lassen Sie sich nie mit einem Komponisten ein. Die waren, glaube ich, alle so. Die nächste war dann Sibyl Seligmann, lebte in England, war verheiratet, hat auch eine Affäre mit ihm angefangen, war dann aber 20 Jahre seine gute Freundin. Auch diese Geschichte hat Krauser noch mal richtig schön recherchiert und in seinen Roman eingebaut. Die dritte Geschichte kennen wir alle schon, das war die arme Doria Manfredi. Ein Dienstmädchen aus dem Dorf hat bei ihm zu Hause gearbeitet und Elvira war immer hinter ihr her und hat gesagt, weil sie hat den Meister so bewundert, hat immer nachts ihm zugehört, wenn er Klavier spielte. Und Elvira sagt, der hat was mit der und hat gar nicht gemerkt, Puccini schlief mit Dorias Schwester. Hat da auch 2 Abtreibungen bezahlt. Mit Doria hatte er wirklich nichts. Aber Elvira hat sie so tyrannisiert, dass Doria sich eines Tages das Leben genommen hat. Und wieder gab es einen Riesenskandal. Polizei, Presse, also da ist was los. Das Buch erzählt aber nicht nur von Puccinis Liebschaften in den kleinen erotischen Gärten, sondern auch von seiner Liebe zur Technik. Er hat schnelle Autos geliebt, hat einmal einen ganz schweren Unfall gebaut. Von seiner Liebe zur aufkommenden Schallplatte. Er hätte gern noch länger gelebt, um das noch mehr mitzukriegen. Aber es ist keine Dokumentation. Es ist ein höchst unterhaltender, witziger Roman. Aber der Krauser, gründlich wie er ist, hat gesagt, alles, was ich da recherchiert habe, mache ich noch mal in einem anderen Buch. Bei Belleville ist das erschienen, Die Jagd nach Corinna. Da ist die ganze Cori-Recherche drin. Und für wirkliche Puccini-Fans habe ich noch ein Buch, was mir gestern der Reklamverlag geschickt hat. Dieter Schickling hat eine Puccini-Biografie geschrieben. Gucken Sie mal, so sah der Held aus. Ist auch schön, oder? Ah, ich habe auch noch irgendwo ein Foto von ihm. Ach, können wir das vielleicht auch noch mal? Mein Gott, ja, man muss ihm ja verfallen. Und Schickling und Krauser haben auch zusammengearbeitet. Beide Bücher beziehen sich aufeinander, also da ist keine Konkurrenz. Das ist ein Sachbuch. Krauser hat einen Roman geschrieben. Für Fans, alles drei zusammen. Für Leute, die einfach nur was sehr Lustiges lesen wollen. Die erotischen kleinen Gärten des Maestro Puccini. So. Ich sammle Bilder von Menschen oder Figuren, die lesen. Es gibt aber bei den Figuren zu viel, das habe ich aufgehört, sonst wäre die Bude noch voller, als sie ohnehin schon ist. Also ich sammle nur Bilder. Jetzt ist aber ein Buch rausgekommen, Lesen ohne Worte, von Rainer Griese bei Gerstenberg. Und da sind nur kleine Figürchen drin, die lesen. Kitschige und schöne. Und in dem Buch wollen wir mal blättern, zeige ich Ihnen mal, was da Wunderbares drin ist. Also das sind manchmal ganz furchtbare Sachen, aber auch schöne Fundstücke. Gucken Sie mal, das Kind auf dem Kuchen. Hier lesen 2 zusammen, auch schön. Ein kleines, nettes Buch, nur mit Bildern da. Der Chinese liest den Spucknapf vor sich. Auch schön, der Flieder verblüht und sie sitzt immer noch und liest. Und das ist, ach ja, das ist der Spitzweg und da hat er ein Figürchen vorgesetzt. Aber es kommt noch was, was mit mir zu tun hat. Passen Sie mal auf. Mein Vater war Automechaniker und ich saß in meiner Jugend tagelang an der Tankstelle. Er reparierte, gucken Sie mal, und ich saß und las.
Das hat von mir, mit mir zu tun. Und den kennen Sie, der kleine Heilige, der immer bei Lesen sitzt. Der hat es schon geschafft in ein Buch. Hier ist er, original. Und in dem Buch ist er drin, was mich sehr freut. Sie haben eben gesehen, im Buch hat er einen Heiligenschein. Den hat er hier jetzt gerade mal nicht. Bei mir zu Hause hat er den natürlich, ist doch wohl klar. Also wenn Sie Spaß an den Randerscheinungen des Lesens haben, dann ist dieses Buch etwas besonders Schönes. Ich habe noch was entdeckt, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, im Unionsverlag. Der Unionsverlag kümmert sich sehr um ausländische Literatur und hat sogar eine eigene türkische Bibliothek, eine türkische Reihe. Und da ist mir ein Buch aufgefallen von einer Türkin. Sie heißt Asle Erdoğan. Das Buch heißt Die Stadt mit der roten Pelerine. Erdoğan ist Türkin, Jahrgang 67. Und die Stadt mit der roten Pelerine ist die Stadt Rio de Janeiro, eine der gefährlichsten Städte der Welt. Und erzählt wird von dieser Özgür, die sehr einsam ist und dorthin geht, um vor ihrer Familie und den Anforderungen der Familie, den Ansprüchen zu fliehen. Sie lebt nun also in Brasilien am Rande der Favelas, angezogen und zugleich überfordert von der Lebensgier, von der Mentalität dieser brasilianischen Stadt. Und sie deutet Dinge auch ganz falsch. Zum Beispiel ist jeden Abend in den Favelas Feuerwerk. Was sie nicht weiß, ist, da schießen die mit den Gewehren in die Luft, um zu zeigen, die neue Kokslieferung ist da. Also sie kommt ganz naiv hin und kriegt dann aber langsam zu spüren, wie diese Stadt sich immer enger um sie zusammenzieht. Das Buch hat einen ganz faszinierenden Sog, eine poetische große Intensität, weil vollkommen fremde Mentalitäten aufeinander stoßen. Wir Deutschen lesen eine Türkin in Rio de Janeiro. Das ist sehr, sehr spannend und wir bewundern sie für ihren Mut, immer wieder rauszugehen, sich auf Abenteuer einzulassen, die am Ende nicht gut ausgehen. Kein ganz einfaches, aber ein, finde ich, besonders interessantes und ganz besonders aufregendes Buch. So, wie immer bei Lesen ein Gast. Heute ist es ein Schauspieler, der nicht nur mit deutschen Regisseuren wie Wim Wenders und Helmut Dietl gespielt hat, sondern auch mit Steven Spielberg, bei Chabrol, bei Godard. Er ist auch ein besonders kluger Mann. Er hat selber Bücher herausgegeben. Wo sind sie? Er hat zum Beispiel Kafka uns entlarvt als einen großen Kinogeher. Kafka geht ins Kino. Und ein neues Buch von ihm hat sich beschäftigt mit James Joyce. James Joyce ging auch dauernd ins Kino. Also irgendwie hängen Kino und Schriftsteller zusammen. Und der Mann, der uns heute besucht, hat all das, er gibt eine Zeitschrift heraus. Nein, das fällt mir jetzt alles um, wenn ich die jetzt auch noch da unten hole. Die heißt Tumult, eine kulturwissenschaftliche Zeitschrift. Er war Dramaturg bei Peter Stein, er ist Essayist und er ist, ich nehme die Brille ab, auch ein sehr charmanter Mann. Begrüßen Sie herzlich Hans Zischler. Durch den Irrgarten. Schön. Hallo, willkommen. Hallo, Herr Zischler. Mit Kissen oder ohne, wie Sie wollen. Durch den Irrgarten. Ja, Sie haben, ich bitte ja immer meine Gäste, ein Buch zu empfehlen. Und Sie haben eins empfohlen, was ich nicht kannte und mit großem Vergnügen gelesen habe. Tolle Autorin, Karin Kesten, Hohe Tannen. Ich habe das, glaube ich, deshalb nicht gelesen, weil ich bei Hohe Tannen dachte ich an Heimatroman. Ja, das ist... Es ist aber irgendwie sogar ein Heimatroman. Falle, wenn man so will. Es ist ein Unterhaltungsroman, der im Harz spielt. Karin Kesten ist eine 60-jährige Schriftstellerin. Es ist eine kleine Gesellschaft von Freunden, die sich verloren haben und sich wiederfinden aufgrund eines eher tragischen Ereignisses, nämlich die Eltern von dieser Zicki, so das ist die Hauptfigur, ist gestorben und finden sich alle wieder zusammen. Und da gibt es eine Ensemblebildung, wie sie eigentlich sehr ungewöhnlich ist bei uns, dass das jemand noch gelingt, verschiedene Figuren, die ganz verschiedene Schicksale haben, wieder zusammenzuführen. Und Zicki, um dieser Sigrid genannt Zicki, ja, sprechende Name, ist tatsächlich ein kindliches Wesen, das aber sehr entschieden wirken kann. Und man kann sie sozusagen trotz dieses sehr, sehr harten Namens liebgewinnen. Ja, sehr, durchaus. Ja. Weil sie hat einen scharfen, klaren Verstand und sie hat die Fähigkeit, Freundschaften zu bewahren und Freunde nach Jahren wieder zu versammeln. Zusammenzuführen. Ja. Und was ist das, was den Roman für Sie so wichtig macht? Also für mich war das Besondere an dem Roman, dass sie eine ganz leichte Form des Erzählens hat. Oder sie kennt ihre Figuren gut, aber sie kennt sie nicht zu gut. Das heißt, sie lässt die Figuren auch laufen und der Leser folgt ihr sozusagen leichten Fußes. Und das ist eine Kunst, die ich bei vielen vermisse. Mhm. Das heißt, es gibt eine Art von
fröhlicher und gleichzeitig auch manchmal tragisch grundierter Stimmung, die sich durch das ganze Buch zieht, und man fühlt sich in einer Welt zu Hause, die man eigentlich, ich sag mal, wer liebt den Harz? Ein kleines Dorf im Harz. Ein kleines Dorf im Harz, plötzlich sich dort zurechtfindet und eigentlich gespannt ist, wie es bei ihr, bei der Autorin weitergeht. Der erste Roman, Die Aufgeregten, den habe ich vor 5 Jahren gelesen. Ein Großstadtroman war das? Ein West-Berlin-Roman aus dem sozusagen gewesenen West-Berlin. Und das ist jetzt sozusagen ins Land verschoben, sozusagen meine Generation ins Land verschoben. Und gleichzeitig ist es nicht eine sozusagen sarkastische Abrechnung, sondern ist eine Art von Versuch einer Wiedererinnerung, was waren die Versprechen der Jugend, wie können wir sie wieder beleben, was hat sich dabei verschoben, und das gelingt ihr auf, wie ich finde, wunderbare Weise. Finde ich auch, also sie schreibt toll, aber was ich auch finde, Sie sagten schon gerade meine Generation, ich bin ja ungefähr dieselbe Generation, plus minus ein paar Jährchen, wir 60er, wir sind heute anders, als die 60er früher waren. Unsere Eltern waren alte Leute in dem Alter. Wir fangen oft in dem Alter gerade noch mal was ganz Neues an. Und das, das zeigt passiert sie ja hier auch. Das heißt, fand ich so spannend, dass sie zeigt, eben, das ist das Alter, wo man auf der Kippe steht. Setze ich mich jetzt zur Ruhe, sitze auf dem Sofa und esse Pralinen, oder fange ich noch mal ein ganz neues Leben an? Ja, und die Figuren sind sagen, eigentlich fast, werden sie bis dahin geschubst in diese neue Möglichkeit, in neue Initiativen. Und Zicke ist eben diejenige, die das aufgreift oder auch mitbewirkt. Ja. Und das ist tolle schon Entdeckung. Hat mich sehr gefreut, dass Sie dieses Buch vorgeschlagen haben. Karin Kersten, Hohe Tannen bei Klöpfer und Meyer erschienen. Sie sind ja nicht nur ein Leser, was ist Tumult für eine Zeitung? Tumult ist eine Schriftenreihe, die es seit fast 30 Jahren gibt. Früher sah die so aus, ne? Ja, sie sah eigentlich immer, sie sah mehr so aus, und das war sozusagen ein Ausreißer, weil das wegen dieses Themas Gesichtermoden, das heißt also Auseinandersetzung darüber, was geschieht heute mit den Gesichtern, wie wichtig werden Gesichter durch die Fotografie, durch die Medien, also und so monothematische weiter. Hefte. Das sind ja sehr, sehr monothematische Hefte. Also was Sie alles machen, Sie geben eine kulturwissenschaftliche Zeitung raus, Sie spielen in Filmen weltweit. Der hinreißende Klang des Amerikanischen, über das Schicksal des Amerikanischen oder des Englischen in der Welt. Und das sind auch in unserer Sprache. Ja, sehr kluge Aufsätze, die sich da versammelt haben. Und das nächste ist unter uns, über das Problem oder das Thema der Diskretion. Oh, wenn man sich sowas zuflüstert, sodass es alle hören sollen. Ja, oder wie Diskretion heute gehandhabt wird. Gut. Sie sind auch Herausgeber, und Sie haben Geschichten herausgegeben von einem Autor, den ich sehr, sehr schätze und mag. Ich kenne einen Roman von ihm, Lucy Gold. Sonst kenne ich eigentlich nur Erzählungen, und er ist einer der besten und raffiniertesten Erzähler, die es gibt, William Trevor. Und mir ist jetzt ein Buch in die Hände gefallen, ist ganz neu. William Trevor, Geborgtes Glück, bei Hoffmann und Campe erschienen. Und ich habe gesehen, die Erzählungen haben Sie herausgegeben. Ja, ich habe die ausgewählt aus diesem sehr, sehr großen Werk, der Erzählwerk von Trevor. Er schreibt seit fast 50 Jahren Kurzgeschichten. Er ist ein Meister der Kurzgeschichte. Und es ist sehr seltsam, es gibt keine schlechten Kurzgeschichten von ihm. Also er ist jemand, der mit einer... Es geht ja auch nicht um die Plots. Es geht um kleine Brüche. Es geht um merkwürdige Vorfälle, kleine Ereignisse, um die sich etwas ansammelt. Meist liegen diese Ereignisse in der Vergangenheit, und die kehren wieder. Die Figuren werden durch diese Ereignisse irgendwie seltsam berührt. Sie sind aufeinander fixiert. Sie wissen nicht, wie sie sich davon lösen können. Und Trevor hat eine wunderbare Form der Einfühlung in seine Figuren. Das heißt, er kennt junge Mädchen, wie er alte Männer kennt, er kennt Bauern, wie er Großstädter kennt. Er ist ein 80-jähriger Ire, sollten wir vielleicht dazu sagen. Monat, hat jetzt 80, in diesem Monat 80 Jahre. Deswegen wollen wir ihn damit auch ehren und feiern. Und Sie haben das nicht nur herausgegeben, dieses schöne Buch, sondern Sie haben es auch gesprochen. Geborgtes Glück auf 2 CDs. Und ich habe gedacht, wir haben sonst immer einen Film von Michael Schmidt, in dem wir ein Hörbuch vorstellen. Wenn wir den Zischler da haben, brauchen wir keinen Film. Der ist das Hörbuch. Er ist das wandelnde Hörbuch. Ich würde Sie bitten, uns ein kleines Stück aus diesen Geschichten zu lesen. Ja, ich wollte vielleicht noch kurz erwähnen, wie ich auf Trevor gekommen bin. Ich bin durch einen Film auf Trevor gekommen. Das war Felicia's Journey, Felicias Reise. Das ist dieser Roman, den Adam McGuigan ganz wunderbar verfilmt hat. Und da war bei mir plötzlich so ein, ich kannte ein paar Erzählungen, da wusste ich... Ist manchmal die Literaturverfilmung besser als die Literatur selber? In diesem Fall ist sie zumindest, zeigt sie etwas, was in der Literatur schon angelegt ist, und auf eine neue Weise. Und das hat mir sehr gefallen.
Ich bitte Sie mal ein kleines Stück zu lesen. Ich lese eine Geschichte, die heißt In Isfahan. Ich muss ganz kurz vorausschicken, worum es geht, um diesen Schluss der Geschichte zu verstehen. Es ist die Begegnung zwischen einem englischen Touristen um die 40 mit einer jüngeren Frau, die zwischen England und Indien pendelt. Und diese junge Frau sucht seine Nähe, offenbart sich ihm, erzählt ihre Lebensgeschichte, eine etwas prekäre Lebensgeschichte, weil sie mit einem Inder verheiratet ist und damit unglücklich verheiratet, und glaubt ihn zu kennen, indem sie ihm ihre Geschichte erzählt, und er verschweigt eigentlich seine eher peinliche Lebensgeschichte. Er traut sich mal wieder nicht, Herr Zischler. Er ist ein Feigling. Wir Mädels, unser Herz auf den Tisch, und ihr nichts. Und jetzt lese ich den Schluss dieser Geschichte. Nachdem sie sich von ihm verabschiedet hat, in der Annahme, er sei eine wunderbare Begegnung gewesen, warum hatte er nichts ihr von sich erzählen können? Warum hat er nicht eine Geschichte gegen eine andere eintauschen können? Sie hatte alles ruiniert und versuchte nicht, es zu verbergen. Das Leben hatte sie enttäuscht, sie selbst hatte sich enttäuscht. Lächerlicherweise erteilte sie indischen Frauen Sprechunterricht und sah darin nichts Lächerliches. Sie hatte ihm ihr Geheimnis anvertraut und er wusste, dass er es tatsächlich nur mit ihr und ihrer Mutter teilte. Die Stunden vergingen. Er sollte mit ihr in diesem Bett liegen, das so groß war wie eine Tanzfläche. Im Morgengrauen sollte er in ihre herrlichen Augen schauen, verliebt in das Geheimnis, das sie bargen. Er sollte sich ihr anvertrauen und sie um Mitgefühl bitten, so wie sie ihn um seines gebeten hatte. Er sollte ihr erzählen, dass er ins Zimmer gekommen war, nicht etwa in einem Dorf in den Home Counties, sondern im harschen, hässlichen Hampstead, und seine zweite Frau, so wie schon seine erste, mit einem fremden Mann im Bett ertappt hatte. In aller Demut hätte er sie fragen sollen, weshalb er ein geborener Hahnrei war, weshalb sich gleich zwei Frauen ganz unterschiedlichen Temperaments und Charakters dazu veranlasst fühlten, sich zu seinen Lasten einen Liebhaber zuzulegen. Wenn er die Wärme ihres Körpers den wärmte, hätte er ihr sagen sollen, dass seine zweite Frau ihm gestanden hatte, größeren sexuellen Genuss zu verspüren bei dem Gedanken, dass sie ihn betrog. Diese Geschichte war nicht besser als ihre, aber zweifellos genauso unangenehm. Und doch hatte er nicht den Mut aufgebracht, sie zu erzählen, da sie ihn in ein gewisses Licht rückte. Er reiste ohne Mühe, bewegte sich auf Oberflächen und bot doch selbst nur Oberfläche. Als Fremder war er annehmbar. In zwei Ehen hatte man ihm nicht verziehen, dass er sich als ein anderer entpuppte, als er erschien. Einmal ein Hahnrei zu sein, war Spielerbech. Aber ein zweites Mal zum Hahnrei zu werden, hatte etwas von Rache. In aller Demut hätte er sie danach fragen können. Unter anderen Umständen hätte eine weniger verhängnisvolle Geschichte zu erzählen gehabt, wäre sie ans Licht gekommen. Doch am frühen Morgen enthüllte sich ihm eine andere Wahrheit. Er war der Stoff, aus dem die Träume sind. Sie hatte Klasse, er nicht. Toll. Ich liebe diesen Trevor. Ich habe seine neuesten Geschichten, Der Tod des Professors, haben Sie die schon gelesen? Ja. Auch Erzählungen, ja. Auch erschienen bei Hoffmann und Campe, möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Also das war eben das Hörbuch, Sie wissen, Geborgtes Glück, wir haben es gehört, gesehen. Und das ist auch von William Trevor. Meine Lieblingsgeschichte ist die Titelgeschichte. Da treiben Studenten einen Scherz und machen in allen Zeitungen eine Todesanzeige auf ihren Professor, um den ein bisschen zu ärgern. Nachrufe. Und seine Frau sieht das morgens, sie ihn sehr liebt, eine eigentlich einfältige Frau. Man sagt immer, sie war wie Marilyn Monroe, schön, aber vielleicht ein bisschen nicht so klug. Simpel. Und die sieht das. Und anstatt ihm das zu erzählen, zerreißt sie all diese Zeitschriften und Zeitungen und bewahrt ihn davor, vor dieser Schmach. Er aber muss an dem Tag auf eine Party, wo alle diese Professoren sind. Die zerreißen sich schon das Maul. Wie wird er reagieren? Was wird er machen, wenn er kommt? Und er kommt ganz ahnungslos, weil er hat ja keine Ahnung, er hat nichts gelesen. Und sie hat es genau richtig gemacht. Er ist souverän, er reagiert gar nicht und sie sind alle sehr beschämt. Wunderbare Geschichte, fein gestrickt. Also William Trevor lohnt sich in jedem Fall zu lesen. Haben Sie den neuen Walser schon gelesen? Martin Walser? Nein, noch nicht. Man kommt mit dem Lesen ja kaum nach. Man kommt kaum nach, aber bei mir ist es natürlich mit Walser ein ganz spezielles Kapitel. Ich habe mich bei Angstblüte sehr deutlich und drastisch geäußert, mir einigen Ärger sowohl mit Walser als auch sonst mit der Presse eingehandelt, weil ich gesagt habe, dass ich dieses Buch in seiner Alterserotik peinlich, klebrig und muffig finde, und das finde ich immer noch. Aber dann erschien das neue Buch und ich bin nicht mehr so ein großer Walser-Fan, aber ich weiß schon, was ein guter Schriftsteller ist. Und dann habe ich die Kritiken gelesen und seltsamerweise, die Männer mäkeln alle ein bisschen rum und die Frauen, Sigrid Löffler, Felicitas von Lovenberg, die loben und sagen Meisterwerk. Und das hat mich natürlich gejuckt und habe ich gedacht, jetzt muss ich es auch lesen. Und ich habe es gelesen, es ist wunderbar. Also Walser hin, Walser her.
Es ist ein liebender Mann, bei Rowohlt erschienen, ist eine großartige Geschichte. Und es gibt anscheinend doch sehr verschiedene Auffassungen von Literatur zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, das ist eines der besten Bücher, die Walser je geschrieben hat. Er beschreibt hier eine Liebesgeschichte des alten Goethe. Aber wir wissen, jeder Schriftsteller schreibt immer auch über sich selbst. Also es hat sicher auch mit Gefühlen zu tun, die er hat. Goethe ist hier 73 und verliebt sich, wie es ja auch war in der Realität, in die 19-jährige Ulrike von Levezo. Und jeden Blick von ihr, jedes Wort, jede Geste deutet er und denkt, ah, sie liebt mich auch. Aber sie bewundert nur den großen, alten, berühmten Mann, während er ihr völlig verfallen ist und sie wirklich begehrt und sie haben möchte. Und er hält sogar bei ihrer Mutter um ihre Hand an. Das wird ganz höflich einfach übergangen. Man fährt in einen anderen Badeort nach Marienbad, damit er sie nicht mehr sieht. Sie reagieren gar nicht drauf. Und ganz allmählich merkt er, dass er sich keine Hoffnung machen darf, dass er sich lächerlich gemacht hat und dass er wahrscheinlich in seinem Leben immer weiter lieben wird, auch als alter Mann. Aber er begreift, er wird nie mehr zurückgeliebt werden. Und er sagt dann den Satz, lieben ohne geliebt zu werden, das dürfte es nicht geben. Und ich glaube, diesen Satz würden wir alle unterschreiben. Und dieser Schmerz dann zu begreifen, dass man sich lächerlich gemacht hat, dass man einen Menschen so glühend liebt, der das aber gar nicht haben will. Dieser Schmerz wird in diesem Buch so poetisch, so kraftvoll, so schön geschrieben. Vielleicht hat Walser damit auch eigene Probleme bewältigt, wie auch Goethe es getan hat. Goethe hat nach dieser Affäre die Marienbader Elegie geschrieben und hat gesagt, mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide. Und das gibt er ja allen Künstlern. Puccini hat auch seine schönsten Opern geschrieben, wenn er am meisten verliebt war, unglücklich verliebt war. Also das ist ein Buch, ja, über Goethe, aber auch über das Alter, über die Liebe, über die verrinnende Zeit und über das Lebensrettende in der Kunst und in der Kreativität. Ein ganz wunderbares Buch. Ich glaube, dass Walser mir für ewig bleibend böse sein wird. Er hat alles Recht dazu. Damit können wir aber beide, glaube ich, gut leben. Das ändert nichts daran, dass Sie dieses Buch in einem Atemzug lesen sollten. Sie werden glücklich und melancholisch dabei. Und zwar ist es ein Buch für Alte und Junge und für Männer und Frauen. Und jetzt habe ich ganz am Schluss noch etwas. Eine ganz kleine Geschichte, aber höchst aufregend. Auch über die Liebe natürlich. Heute habe ich es mit der Liebe. Constance de Salm, 24 Stunden im Leben einer empfindsamen Frau. Hoffmann und Campe. Ein kleines Fundstück. Constance de Salm war eine sehr gebildete Frau im 18. Jahrhundert. Dies hat sie aber im 19. geschrieben, 1814, da war sie schon 50 Jahre alt. Sie hat einen literarischen Salon unterhalten in Frankreich. Sie hat ein Opernlibretto geschrieben, also sie hat sehr, sehr klug und sich geäußert, auch über die Rechte der Frau. Und dann dieses Buch. 24 Stunden aus dem Leben einer empfindsamen Frau. Sind Sie eifersüchtig? Es geht um Eifersucht in diesem Buch. Wenig. Ich auch wenig. Je älter ich werde, desto weniger. Ich finde es so Zeitverschwendung. Ja, es ist, also als ich jünger war, war ich oft eifersüchtig. Also, Eifersucht ist verlorene Liebesmühe. Ja, Eifersucht ist Leidenschaft, die eifrig sucht, was Leidenschaft, hat mal jemand gesagt. Schopenhauer. Also Schopenhauer? Ja, ich so, sowas sagt Schopenhauer, so schön? Ja, och. Ja. Ich habe mit der Eifersucht aufgehört, es hat keinen Sinn. Hauptsache ist, man liebt und wird geliebt und dann noch immer gucken, wer wird auch noch geliebt und vielleicht mehr als ich. Wir schenken es uns. Aber sie ist noch jung und es sind Briefe also. Briefe, 46 Briefe, die eine Frau in 24 Stunden an den Geliebten schreibt. Die Ausgangssituation ist die, sie ist im Theater und sie sieht, wie er, die Affäre ist noch geheim, die anderen dürfen das nicht wissen, und sie sieht, wie er mit einer anderen Frau, und zwar sehr eng und innig, auf und davon fährt mit der Kutsche und sie nicht mal grüßt. Also da hätten wir uns schon auch gewundert. Und sie geht nach Hause und sie schreibt ihm, Liebster, wir waren doch verabredet, was ist das, was machst du mit dieser Frau? Der nächste Brief, 5 Minuten später, du brauchst dich überhaupt nie mehr bei mir zu melden, die Sache ist erledigt. Der nächste Brief, das habe ich nicht so gemeint, wer ist die Frau, erklär es mir, es wird eine Erklärung geben. Der nächste Brief, ich bringe mich jetzt um, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, du hast mich belogen, der nächste Brief, nein. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Briefe. Das ist ja nicht die Post, sie hat einen Diener, der rast immer durch Paris, muss das hin und her bringen. Dann sagt sie, geh hin, hol den letzten Brief zurück, den habe ich nicht so gemeint. Er sagt mir, macht keiner auf, dann geht sie selber hin. Es ist ein Irrsinn. Sie schreibt 46 Briefe von dich will ich, dich bete ich an, bis mit dir will ich nie wieder irgendetwas zu tun haben. Antwortbrief. Es gibt keine Antwort. Er rührt sich nicht, er regt sich nicht, er ist nicht in der Welt. Und alle diese Verzweiflungen, die dadurch sie toben, sind natürlich höchst vergnüglich zu lesen.
Weil wir dieses Gefühl alle schon irgendwie kennen. Ich habe mal eine ganze Nacht vor einem Briefkasten verbracht, um auf den Briefträger zu warten, mit einer Handschriftprobe dabei, um ihm zu zeigen, schauen Sie mal, diesen Brief habe ich geschrieben. Sie sehen es an der Schrift. Geben Sie ihn mir wieder oder mein Leben ist ruiniert. Er hat ihn mir wieder gegeben. Wirklich? Ja, Briefträger, ich danke dir. Also der Mann, der den Kasten leert. Ich kenne sowas. Und das in der Literatur. Und jetzt werden Sie wissen wollen, warum meldet der Mann sich nicht? Wie geht das aus? Ja, ich werde den Däubel tun. Lesen Sie es doch. Ja. Es lohnt sich, es ist sehr schön. Und was mir noch so gefällt an dem Buch ist, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die fing nicht an mit einem Kuss, die fing nicht an im Bett, die fing an, indem die beiden sich gemeinsam über ein Buch beugten. Na, sehen Sie, es geht doch. So, das war's für heute. Herr Zischler, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, live hier für uns gelesen haben. Unsere nächste Sendung ist an einem Donnerstag, dem 1. Mai, am Feiertag. Und unser Gast ist dann ein großer Theatermann, den Sie auch gut kennen, Klaus Beimann. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann und 24 Stunden. What a difference a day makes. 24 little hours. Dankeschön. Tschüss. Danke.